Im Kontext unseres heutigen Themas Industrial Edge Cloud passt natürlich die On-Site wie Faust aufs Auge, weil wir haben sie tatsächlich von Anbeginn so bezeichnet, also sprich als Basisplattform für als Factory Edge. Hier in einem Satz beschrieben heißt es für uns eine Edge Cloud-zentrierte Smart Home und IIoT Appliance. Komme ich noch gleich zu sprechen. Das heißt für uns nicht nur, dass wir einen vollständigen nativen Cloud-Stack verbaut haben auf der Edge. Deswegen ist es eben für uns schon per se eine Edge Cloud. Sie kann natürlich mit anderen Edges, die auch wieder cloud-nativ sind, eine komplexere Cloud bilden innerhalb der Factory. Also sprich, wenn ich zum Beispiel, was ich vorhin beschrieben habe, die Maschinen-Edges habe und mit der On-Site-Edge, dann können wir auch eine etwas größere oder komplexere Edge-Cloud innerhalb einer Industrie oder innerhalb eines Werkes abbilden. Wir haben das Ganze natürlich noch angereichert mit Industrieanwendungen und deswegen nennen wir unsere Edge oder unsere On-Site eben auch Industrial Edge Cloud. Ist natürlich dann auch ganz gut der Oberbegriff zu dem, was jetzt Martin erwähnt hat, wie er das orchestrieren will, die verschiedenen Ebenen der Edge-Infrastrukturen. Und was bildet natürlich die On-Site im Demonstrator ab? Sie ist für uns eben dann die digitalisierte und Kommunikationsplattform oder Digitalisierung Kommunikationsplattform. Das heißt, wir sammeln diese Daten aus den verschiedenen Anlagen, orchestrieren diese Daten beziehungsweise ja, harmonisieren diese Daten, bringen sie in ein Format und verteilen dann die Daten je nach Bedarf an die verschiedenen Stellen. Das kann eben gerade für das Thema Shared Production haben wir das gute Beispiel, was wir auch mit der IBM hier ja schon umgesetzt haben oder in der Umsetzung sind, dass wir da Maschinendaten zum Beispiel in die Cloud bringen, um dort zu verifizieren, wer in der Welt hat denn eine Maschine, die mit den gleichen KPIs arbeitet, wie ich sie habe und meine Maschine gerade ausgefallen ist und ich brauche eine Alternativmaschine und ich dann eben diese Shared Production ins Leben rufe. Ja. Und dafür bieten wir natürlich auch wieder eine Schnittstelle, weil wir nach diesem Gaia-X-Prinzip einen Konnektor schon verbaut haben, der eine gesicherte Datenübertragung vornimmt und einen Datenraum schafft in der Cloud, der vertrauenswürdig ist und sicherstellen kann, dass ich souverän über diese Daten bleibe, also sprich, diese Daten auch nicht aus der Hand geben muss.